Köln Alarv, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier heute in Köln und wir stellen sehr unangenehme Fragen an die Leute hier da draußen. Ihr seht schon im Hintergrund, was hier heute abgeht. Ich bin sehr gespannt. Checkt auf jeden Fall auch die Videos von Marek und von Marvin ab. Und ansonsten würde ich sagen, genießt das Video, habt viel Spaß. Let's go. Auf der Skala von 1 bis 10, wie besoffen bist du? 1. 1, das ist 1. Der größte Cap. Jetzt mal ehrlich. 1. 1. 1. Lüge. Was sagst du? Lüge. Größte Lüge, die ich je gehört habe. Mit wie vielen Typen hast du heute schon rumgemacht? 2. 2? 3. 3. 3? Kommt noch mehr dazu? Nein. Wie besoffen sind Mario und Luigi heute? Von 1 bis 10? Von 1 bis 10. Ich fick Bowser seine Mutter. 12. 12, stabil. Was ist die krasseste Gymnastikübung, die du machen kannst? Ein Handstand. Will ich sehen. Stark. Gib einen High Five. Ich danke dir, ja? Was machen Männer falsch im Bett? Wenn sie keinen Hoch bekommen. Wenn sie keinen Hoch bekommen, passiert jedem mal. Ist ja auch nicht schlimm, nur ist es jetzt zweimal in Folge. Zweimal in Folge? Ja. Und, das ist hart. Und beide haben das gesagt, an ihr, ja. An das glaube ich dir sofort. Haben beide gesagt. Beide? Das ist also unangenehm. Stark. Typen zu leise sind. Oh, das ist ein guter Call. Das ist wirklich ein guter Call. Was machen Frauen falsch im Bett? Zu früh geben. Zu früh geben? Du willst, dass man dich zappeln lässt, ne? Ja, Bruder, ist geil. Weißt, ist geil, ich verstehe dich. Wenn du auf jeden ein bisschen ackern musst, weißt du, was ich meine? Normal. Ist geil. Besser, du musst, du musst dir das auch verdienen. Ne? Ja, genau. Endlich mal. Guck mal, wenn die erste Treffen gibt, ist nicht so geil. Aber wenn du vier Treffen mit dir triffst und sie danach fickst, ist geil. Also du wartest vier Treffen, bevor du eine Perle bummst. Kommt drauf an, wie sie will. Weißt du, was ich meine? Also wenn sie beim ersten Treffen sagt, ich nehme, dann sagst du okay. Wenn sie eine 7 von 10 ist, fick ich sie auch beim ersten Treffen. Aber wenn es eine 9 von 10 ist, sie chillen will, chill ich mit ihr. Stabile Antwort. Du bist Mara. Ich danke dir, ja? Raus! Können wir ein Interview machen? Köln ist nur ein Karnevalsverein, ein Karnevalsverein, ein Karnevalsverein. Köln ist nur ein Karnevalsverein. Was machen Männer falsch im Bett? Was ihnen gefällt. Was sagst du? Oh, die meisten Männer können nicht küssen. Das ist ein krasser Call. Was machen Typen falsch im Bett? Alles. Frauen kommunizieren nicht richtig, was sie wollen. Was? Nochmal? Frauen kommunizieren nicht richtig, was sie wollen. Euer Statement dazu? Ihr kommuniziert nicht richtig, was ihr wollt? Doch, tun wir. Doch? Laufen. Was ist das Schlimmste, was ein Typ im Bett machen kann? Ich glaube, bellen. Bellen? Jetzt habe ich alles gesehen. Jetzt habe ich alles gesehen. Ich brauche jetzt das lauteste Mu-Geräusch, was du je in deinem Leben rausgeschrien hast, okay? Mach dich bereit. Bereite dich vor. 3, 2, 1. Mu! Leute, ist das geisteskrank. Guckt euch das an. Ausziehen, ausziehen, ausziehen. Hau raus. Wie treu sind die Frauen und die Männer an Karneval? Ist so eine Sache. Ist so eine Sache, sagst du? Kommt aus Wetter an. Kommt aus Wetter an? Ja. Bei Regen. Bei Regen? Was dann? Treu. Treu? Okay. Bei Wetter? Wait a minute. Bei Wetter? Bei gutem Wetter, ja? Nicht so. Nicht so? Sagst du, bei gutem Wetter ist nicht so treu? Ich glaub nicht. Glaubst du nicht? Hey Kevin, was mit deiner Mutter? Hey, yo, was ist meine Mutter? Der steht auf meine Mutter. Ey, Kirsten. Ich weiß nicht. Hier ist ein Habibi. Wenn du ihn nächstes Mal siehst, hau ihn aufs Maul. So Leute, das war die Straßenumfrage an Karneval 2024. Ich sag euch so, wie es ist. Es wird von Jahr zu Jahr einfach nur gottloser. Wenn du einmal rumschwenken kannst, mal gucken, was hier noch so abgeht. Einfach verrückt. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Like das Video, kommentiert das Video und abonniert auf jeden Fall. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.